Mindestens das mit dem Schalk trifft auch auf Matthias Streutz zu. Seit neuestem erfindet er sich und Österreichs Politik nicht mehr neu, sondern gibt sich neu wie ein Ex-Neo. Naja, der Mann hat eben Speed und ist so liberal, dass sich die Kirchenbalken biegen. Das war sehr interessant zu beobachten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nachdem er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, haben ihn alle geliebt, geschätzt und vergöttert. Von der Lachnummer zum Politgenie. Was macht er jetzt? Wir werden ihn fragen. Es wird ein denkwürdiger TV-Auftritt von Matthias Streutz. Matthias Streutz! Lieber Herr Streutz, was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Ein Bier, bitte. Ein Bier? Ein Bier für Herrn Streutz? Ein Bier kommt. Herr Streutz, weil so viel applaudiert wurde, ist das die Sehnsucht auch der Österreicherinnen und Österreicher, dass es eine Art von Opposition gibt? Man hatte das Gefühl, Sie mussten im Alleingang in den letzten Monaten diesen Job erfüllen. Ja. Und jetzt gehen Sie auch noch. Vielen Dank fürs Gespräch, Matthias Streutz. Bitte das Bier. Das Bier kommt. Ja. Nächste Frage bitte. Nein, aber die Frage war natürlich ernst gemeint. Kann jemand anderer Opposition außer Ihnen? Momentan? Ich glaube, es kann jeder lernen. Ne? Ja. Wir wünschen alles Gute. Ja. Haben Sie eigentlich irgendwann mal gedacht, dass Sie Bundeskanzler werden? Oder wussten Sie, dass Sie Ihr Leben lang Opposition bleiben werden? Ich bin in der Tat eher der Umsetzer vom Typ her. Geschissen in der Opposition. Vom Baum ausgraben und den wieder umsetzen und an anderer Stelle wieder. Nein, aber es hat tatsächlich was mit meinem bergbaulichen... Ja. Kindheitserfahrungen zu tun. Ja. Ja, jetzt haben Sie natürlich tatsächlich frischen Wind ins Parlament reingebracht, mhm, auch mit Ihrer Performance, die am Anfang verlacht wurde. Dann hat man sich irgendwann gedacht, eigentlich ist das super. Man kritisiert immer die Krawattenhainis, die Faden im Parlament, und dann kommt einer, der es anders macht, dann wird er auch wieder verlacht. Waren Sie manchmal gekränkt davon, dass wir auch Sie ausgebeutet haben als humoristische Figur? Sie konkret, die Stern? Ja, wir zwei. Ja, wir haben ja, Sie waren ja oft bei uns Dauergast. Ich fühle mich wie zu Hause hier. Also wie wichtig war Humor in Ihrer politischen Performance? Sehr wichtig, sonst druckst du es ja nicht durch. Also, man muss ja, also ich glaube schon, wenn du den Humor verlierst als Politiker, auch den Humor, mit dem du dich selbst bespiegelst ein Stück weit, ja, dann wirst zynisch oder kurz. Ja, also, ja, aber Sie haben... Also was ich schon bewundere an Sebastian Kurz, das muss man schon auch sagen, ist, mit welcher unglaublichen... Präzision, er sein Programm runterradelt. Das ist schon, also ich bin ein bisschen lustgeführter. Ja. Also ich kann dann, wenn da sich irgendwo was Lustvolles anbietet, kann ich es nicht auslassen. Ist mir klar. Die Peter-Pilz-Abteilung, aber die... Ja, ist mir klar. I got it. Waren Sie, lieber Herr Streutz, waren Sie nicht Rhetoriktrainer von Sebastian Kurz? Sind Sie für das inhaltsleere Blabla des Kanzlers verantwortlich? Ich habe das schon gebeichtet, ne? Drei Rosenkränze gebetet. Aber es war so? Zweimal war er bei mir in einem Kommunikationsworkshop. Ja. War er gut? Er war 15 Jahre damals. 15? Ich habe gesagt... Sie haben Kinder unterrichtet. Kindersoldaten. Ja. Kinderkanzler. Ja. Kindersoldaten, aber wirklich, Kinderkanzler. Aber haben Sie erkannt, da steckt ein politisches Talent? Ja, ich habe... Haben wir das auch gesagt. Du bist ein echtes Talent. Ein bisschen breitbeiniger dastehen. Ein bisschen mehr Cowboy. Ich habe ihm damals auch ein Flipchart gemalt mit einem Cowboy drauf. Und okay. Echt? Aha, was ist das? Ja, aber er war es ja
Aber ich will ihm keine Sterne nachwerfen. Er ist handwerklich ein Talent. Das absolut. Sie waren, glaube ich, Schulsprecher, ja. Schullandessprecher, waren dann bei der Jugendführer. Ministrantenführer. Das ist ja eine unglaublich langweilige Streberkarriere eigentlich. Sie waren, ja, Sie waren bei der ÖVP. Leistungsschwein. Da war ich das, nicht falsch recherchiert. Aber ich war beim Wirtschaftsbund, außerordentliches Mitglied. Das ist doch das Gleiche in Wahrheit, oder? Aber das ist ja in Wahrheit wenig schrill und wenig rebellenhaft. Aber Sie waren auch ein Jahr in Dublin bei Ihrer Christoph Ausbildung. Christoph Leitl glaubte schon, dass er ein Rebell ist. Wirklich? Ja, ja. Ja, gut, das Er geht war nicht auch von 2000 bis 2007. Ja, und er geht nicht zum Zahnarzt, er scheißt drauf. Ja. Das soll die Spießer machen. Er ist auch ein 68er. Ja, eben. Aber der Sobotka ist auch ein 68er. Wir haben am Abend der letzten Parlamentssitzung haben wir eine parlamentsinterne Veranstaltung unter dem Motto 68er. Ja. Da kommt dann. Und dann nimmt Sobotka mit LSD. Das macht er sonst, glaube ich. Weiß nicht, was er an dem Abend nimmt. Schauen wir mal. Also er hat da schon ein Eck. Haben Sie da würde man ihn unterschätzen. Haben Sie Freunde gewonnen in den Jahren im Parlament? Wer sind von denen Sie nicht, mit denen Sie nicht gerechnet hätten? Gibt es von der FPÖ einen, mit dem Sie heute noch ins Puff gehen? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Nein, ich bin ja Familienvater. Ich habe keine Zeit für Abendveranstaltungen. Ja, das vermute ich lieber Matthias Strolz. Hat das vormittags auch offen? Oder? Ja, ja, es gibt nonstop Bordelle. Ja. Das vermute ich ja bei Ihnen, wenn ich so frech mal kurz mutmaßen darf. Sie sind sehr überraschend zurückgetreten. Ja. Keiner hat gewusst, warum. Es war die Wahl in Salzburg für die Neos, ein wahnsinniger Höhenflug. Auf einmal sagt der Strolz, ich will nicht mehr. Und Sie haben gesagt, okay, ich will keinen Sesselkleber, ich will am Höhepunkt der Parteikarriere sozusagen die Partei übergeben, was ja eigentlich nach außen hin eine unglaubliche Wirkung und unglaubliche Sympathien Ihnen entgegengebracht haben. Ich vermute ja anderes, dass Ihre Frau Ihnen die Rute ins Fenster gestellt hat und gesagt hat, Matthias, du bringst die Kinder jetzt in den Kindergarten. Wenn du das nicht tust, wenn du nicht aufhörst, kannst du die Scheidungspapiere abholen. War privater Druck da, ja oder nein? Ja, über all die Jahre, ja natürlich. Ich meine, also das ist der Grund. Ihre Frau wollte ihre politische Karriere ruinieren. Waren Sie mal verheiratet? Nein. Ja eben, also dann... haben Sie keine Ahnung. Ich meine, das gehört natürlich dazu. Dass man, also wir haben, aber das, als Unternehmer haben wir auch viele Diskussionen gehabt. Also wir haben immer wieder dieses Verhandeln, geht sich das gut miteinander aus? Das war eine ständige Begleitung und das hat sich nicht verändert. Aber das war nicht der Grund. Aber ich freue mich sehr auf die Zeit mit den Kindern jetzt. Wie heißen Ihre Kinder mit Vornamen? Wissen Sie es noch? Nee. Ja, der Kleine, der Mittlere. Herbert Joachim Edelbert. Das sind Mädchen, glaube ich. Aber jetzt mal ganz kurz. Ja. Ich finde das trotzdem interessant, weil das ist ja ungewöhnlich. Das machen nicht viele Politiker. Es gibt wenige, die zurücktreten, wenn sie nicht müssen unbedingt. Ja. Wann hat sich das bei Ihnen so rauskristallisiert, dass das so ist? Das hat er eh schon 50 Mal beantwortet. Naja, aber... Aber die Leute glauben es nicht, gell? Ja, eben. Ja. Also was ist der wahre Grund? Ihnen entgeht viel Geld. Ja, ja, das ist ja Tragik. Hat das Geld Sie in der Politik gehalten? Nein, eben nicht. Ne? Sonst ja, eben nicht. Ja. Naja, aber ich meine die letzten Jahre, vielleicht hat er es schon länger überlegt. Nein, ich habe... Also meine Berufung ist, eine neue Partei aufzubauen für Österreich, und diese Berufung ist erledigt. Das Ach so, ich dachte, Sie sind jetzt ich dachte, neuer Partei. Schon wieder nein, nein. Sie hatten Geburtstag vor 2 Tagen. Ja. Darf ich? Das ist echt, das war uns ein Anliegen in der Redaktion. Gibt's Geschenke? Weil Sie, und ich hoffe, Ihr nächster Job wird Sie vielleicht auch dazu führen, Gag-Autor bei Willkommen in Österreich zu führen. Das ist jetzt hier eine schleimige Maßnahme. Eine Torte für Matthias Strolz, meine Damen und Herren. Wow. Und ich hoffe, Sie können erkennen, wenn wir was essen wollen, lieber Herr Strolz, sehr gerne. Und Sie erkennen hoffentlich auch oben auf der Torte, es ist eine Biedermeier-Torte übrigens, haben wir eine Kastanie mit Flügeln deponiert. Die Kastanie ist Ihnen sehr wichtig. Es gibt nicht so große Kastanien. Sie kennen sich mit Kastanien besser aus als wir. Diplomen-Kastanien. Ja. Kastanien kann man nicht umarmen. Schon? Klein dafür. Schon? Nein. Können Sie, würden Sie? Ein Flügel für Sie? Ja, ich nehme gerne einen Flügel. Ja, bitte. Soll ich, darf ich es mir selber rausziehen? Ja. Lieber Strolz, was werden Sie jetzt machen? Werden Sie Autor? Ihre Bücher? Es geht nicht. Danke. Das ist, wenn man mit Politikern redet. Das bleibt dann über. Das Marzipan? Ein halber Flügel.
Lieber Herr Scholz, die Nation fragt sich natürlich, was Sie jetzt machen werden. Ja. Wahrscheinlich werden Sie von Angeboten überhäuft. Aha. Ja? Ja, ja, klar. Ja, ja oder nein? Ja. Total. Ja. Autor, Buch? Oh, auch, ja. Schreiben Sie ein Buch, Herr Streutz? Ja, ja. Worüber? Ich schreibe mehrere Bücher. Das ist mein Problem. Ja, das, aber das kennt man von Ihnen. Ja, ja. Probleme. Nein, auf 5 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja. Also es wirkt ja so, als wären Sie in ein Fass von Red Bull getaucht und irgendwie können mit Ihren Energien nicht richtig haushalten. Oder haben Sie einfach zu viel Cojones? Das hat mich hier erinnert. Ne? Beantworten Sie bitte meine Frage. Was werden Sie in der Zukunft machen? Bitte. Na, ich bin ein bisschen ein Futterneid, muss ich gestehen. Ja. Das ist meine, die bleibt da. Ja. Ja, wir stellen Sie gleich wieder hin, nach der Beantwortung der Frage. Aber er ist zu abgelenkt von der Torte. Ja, er ist total abgelenkt. Können Sie echt nicht mehr denken, wenn Sie was zum Essen sehen? Die Frage war, was werden Sie jetzt, mit welcher Erscheinungsform, künstlerisch oder politischer Natur, werden Sie Österreich jetzt nerv beeindrucken? Ein fieser Hund. Ich werde, also ich nehme mir vor, nicht zu früh zuzusagen. Ich habe jetzt 20 Jahre als Unternehmer, dann als Parteigründer irgendwie Umsatz bringen müssen, Wahlen gewinnen müssen. Die Idee, dass ich einmal nicht müssen muss, die gefällt mir unglaublich. Ja. Und deswegen erzähle ich es überall, auch öffentlich, dass ich vor Ende März 2019 kein Vollzeitengagement unterschreibe. Okay. Irgendwo werde ich was verdienen müssen. Hinweise gerne willkommen. Ja. Die Praktikanten. Nein, nein, aber Sie haben ja Talente in mehrere Richtungen. Ja, ja. Da ist ja auch ein Entertainer-Talent tatsächlich spürbar. Und ein literarisches. Und ein literarisches, ja. Ja. Da waren sich nicht alle einig. Ne? Und Ihre Reden haben Sie selbst geschrieben und die, ja, die Dinge, die uns allen so im Kopf haften geblieben sind, haben... Sind die alle spontan gewesen im Parlament oder waren die vorher schon aufgeschrieben? Es gibt ja großartige... Ich schreibe keine Reden in der Regel. Also die Abschiedsrede habe ich geschrieben. Es gibt großartige Zitate von Ihnen. Diese Sätze werden uns wirklich abgehen. Der Michael Häupl ist ein Berlusconi auf Grantig. Fantastisch. Ja. Umfragen sind wie Parfum. Man soll daran riechen, aber es nicht trinken. Auch über die finanziellen Mittel der Neos. Wir spielen Champions League mit Sandalen. Das ist schon brillant formuliert. Das ist das Angebot als Gag-Autor bei Willkommen Österreich. Und die allerbesten Szenen haben wir noch einmal zusammengeschnitten. Wir haben sie vor ein paar Wochen schon mal gezeigt, anlässlich Ihres Rücktritts. Okay. Aber wir sind so begeistert noch immer davon, dass wir es noch einmal selber gerne sehen wollen. Hier bitte die besten Ausschnitte von Matthias Strolz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich begrüße meine Mama heute. Ich will die Europäische Union zerstören. Fakt des Systems, scheiß Akademikerkinder. Ja, wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald das Rederecht los. Aha. Sie reiten hier ein totes Pferd. Ja? Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Sie spielen nie Itchilex. Immer ruhig. Alles wird gut. And crawling on the planet's face. Some insects called the human race. Heute habe ich erfahren, ich bin die schlechteste in Mathematik. Und du bist eine Schlampe. Hurra, die Gams. Super. Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Ja gut, so reden kann man einer schwangeren Kuh, aber nicht einem störrischen Landeshauptmann. Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Ist das ein Selbstfesselungsverein dieser Regierung? Ist das ein Bondage-Club? Oder was ist mit euch? Habt ihr Cojones oder nicht? Ja, was ist mit dir? Bitte Neos nicht mehr wählen. Toll, Matthias Strolz. Muss man wirklich sagen. Sehr unterhaltsam. Ja, und das ist hier nicht gekauftes Publikum, das ist kein Neos-Publikum, sondern man spürt hier die Begeisterung eines Mannes. Das war das Beste, wie der Strache so zuschaut. Ja. Ist das ein Selbstfesselungsfall? Ist das ein Bondage-Club? Weil hier endlich mal ein Politiker aus sich rausgeht und nicht vorbereitete Reden schwingt. Ja. Und das war schon... Und der Strache sich ertappt gefühlt hat. Ja, es ist er. Es ist ein Bondage-Club. Genau, woher war der das? Genau. Das wird uns schon abgehen. Und da gibt Frau Meinl-Reisinger, auch sehr verdienstvolle Frau, sehr interessante, also intelligente Frau. Ja. Aber sie aber hat macht sie jetzt schon Clownskurse? Sie hat natürlich nicht diese wahnsinnig extrovertierte Ausstrahlung, die den Österreichern Sie wird das anders machen.
Anders ist auch gut. Also aber gibt es schon einen für Sie, einen in Ihrem Kopf, eine Art Nachfolger im Parlament, jemand, der einen auch zum Lachen bringen kann? Über mehrere Jahre? Da gibt es einige. Freiwillig? Nein, eben. Das ist das Problem bei manchen. Nein, es gibt, da gibt's taugliche Haberer. Ja, das ist okay. Aber es fällt Ihnen halt keiner ein. Nee, stimmt, ja. Ja. Aber die sind im persönlichen Verbrauch gar nicht zuwider, die ja. Kollegen. Was werden Sie heute noch machen nach dieser Fernsehsendung? Ich werde eine Torte essen hier. Ja, aber nicht alleine, weil... Nein, mit dem Publikum. Nein, mit dem Hupsi Kramer, weil kommt der Hupsi Kramer... Der Hupsi Kramer kommt jetzt gleich. Wie glauben Sie, der sitzt das völlig sinnlos backstage? Oder? Ja, ein Schauspieler, ich habe mir gedacht... Na, der ist der zweite Gast heute und der hat in zwei Wochen... Ja, in zwei Wochen Geburtstag wird 70. Ja, der schaut unglaublich aus. Das heißt, in Wahrheit werden Sie nur die Kastanie bekommen und der den Rest... Und pass auf, weil der Hupsi in zwei Wochen Wahnsinn. Geburtstag hat, möchte ich eine zweite... Ein schöner Mann. Ja. Schöner Mann. Sind Sie eigentlich homosexuell? Ein bisschen, aber nicht weiter. Eine zweite Kerze für den... Ich habe gedacht... Wenn man jetzt für Matthias Streutz und Hupsi Kramer, könnte man die Torte auch... ORF spart wieder. Ja. Naja, warum? Ich habe übrigens neulich, am Karmelitermarkt, ist eine Dame von den Neos zu mir gekommen und hat gesagt, unterschreiben Sie auch gegen die GIS-Gebühren? Da habe ich gesagt, sind Sie geisteskrank? Wissen Sie, wer ich bin? Okay. Deswegen haben wir nur zwei Kerzen. Okay. Ja, aber... Es geschissenen von den Neos. Und es ist das letzte Geld. Das letzte Geld wegnehmen wollen. Wir zwei Kerzen, eine für Matthias Streutz und eine für Hupsi Kramer. Wir teilen gern. Haben Sie schon ein Theaterstück von Hupsi Kramer gesehen? Nicht live, ne? Haben Sie ihn als Hitler Habe ich gesehen am Opernball. 2000 war das. Oder 2001? Ja, sowas. Ja, 2000, genau. Glaube ich. Ja. War das eine politische Intervention, die Ihnen gefallen hat? Oder ja, das war mutig. Das war... Ich meine, bei Hitler-Imitationen, da reißt es mir immer. Da merke ich, da schiebt was. Was schiebt? Ja, da höre ich verschiedene Stimmen in mir. Ne? Sie kennen das Problem, ne? Nein. Nicht. Aber dass Sie das kennen, ist mir klar. Das ist oft sehr wertvoll. Also, ja, aber Sie meinen, ist das die eine Stimme sagt, darf man das? Die andere Stimme sagt, richtig, recht hat er. Aber Hitler ist die meist parodierte Figur der Welt. Ja. Man darf es doch, oder? Man darf es natürlich, ja. Ja, also alle haben es gemacht, alle Großen. Ja. Das ist eine Idee für danach eigentlich. Ne, das wie für danach? Für Sie? Ja. Als Hitler-Parodist? Matthias Streutz als Hitler-Parodist? Ja. Ab jetzt bin ich Adolf Hitler. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Meine Damen und Herren, wir holen den großen Theatermann jetzt rein. Er wird in zwei Wochen 70 und Sie werden sehen, wie fantastisch er aussieht. Ja. Hier ist Hupsi Kramer! Ja, da!